willkommen wieder bei Stella Tarot. Ich freue mich, dass du hier bist und habe dir wieder ein Pick a Card mitgebracht. Diesmal zum Thema, wie dein Leben in 3 Jahren aussieht. Also wir führen heute einen Talk mit deinem Zukunfts-Ich. Und wenn du Personal Readings bei mir buchen möchtest, dann findest du es in der Videobeschreibung unten. Bitte über meine Website oder wenn du Fragen hast, schreib mir gerne eine E-Mail, findest du auch in der Videobeschreibung. Wenn du mir eine PayPal-Spende zukommen lassen möchtest, um einen Energieausgleich oder mir eine Freude zu machen, dann findest du das auch in der Videobeschreibung. Und jetzt wähle bitte einen dieser Stapel aus, hör bitte wieder auf deine Intuition oder wähle mehrere aus und ich wünsche euch jetzt allen ganz, ganz viel Spaß und möchte mich auch schon mal bei euch bedanken für all die lieben Kommentare, die ihr mir immer gebt und die Likes, die ihr mir gebt und die Abos. Und diese Community macht mir jeden Tag so eine Freude und deshalb mache ich das auch so gerne für euch. So, lieber Stapel 1, beginnen wir mit deinem Reading. Ich freue mich, dass du hier bist und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß. Du hast ja die Königin der Schwerter gewählt. Für dein Pick-a-Card zum Thema, wie sieht dein Leben in 3 Jahren aus? Und wir steigen jetzt erstmal in die anderen Karten noch ein und dann kommen wir zu deinen Botschaften. Wow, du hast die Twin Flame mit, du wirst immer, also ihr werdet euch immer wieder finden. Du hast doch hier das Mars-Zeichen. Hat vielleicht auch eine Bedeutung, also Widder vielleicht. Ah ja, genau, Mars- und Venus-Zeichen. Dann hast du den Award. Du wirst eine lang verdiente Belohnung erhalten oder auch wirklich Fame, also Berühmtheit, Bekanntheit. Es geht darum, dass du vorwärts gehst und immer weitermachst. So, dann hast du die 3 der Stäbe mit der Kreativität, mit der Expansion und dem Wachstum. Wow, dann hast du die Liebe mit Selbstliebe, Verbindungen und Beziehungen. Wisse, dass du wertvoll bist und dass du Liebe verdient hast. Liebe ist Heilung, Liebe ist machtvoll, leidenschaftlich, belehrend, verbindend und unterstützend. Dann hast du aus dem Feen-Tarot die Herrscherin. Zeit, aktiv zu werden, die Macht der Kreativität. Erfolg, der dir ein luxuriöses Leben ermöglicht. Wow, also bei dir ist ja richtig was los in den nächsten 3 Jahren. Oh, wie schön. Dann hast du die 10 der Kelche. Nochmal mit den Spänen. Nochmal ein Verweis auf die Liebesbeziehung. Dann hast du die 10 der Inspiration. Das sind die 10 der Stäbe. Und du hast die heilende Lagune mit, dass es Zeit ist zu heilen, dass es sicher ist, auch mal dir Pausen zu können, Pausen zu gönnen, sorry, und dich wirklich zu erholen. Und dann haben wir noch als Überraschung zum Ende eine Göttinnenbotschaft für dich. Lass mich mal kurz schauen, ob wir, ich glaube, wir schieben noch die Karten lieber ein bisschen höher, damit du alles sehen kannst. Und dann steigen wir auch direkt in dein wundervolles Reading ein, lieber Stapel 1. So, lieber Stapel 1, auf dich wartet auf jeden Fall eine wunderschöne Zukunft. Also, beginnen wir erstmal mit der Königin der Schwerter. Denn das ist deine Energie, in der du dich in den nächsten 3 Jahren auch entwickeln wirst oder wer du dann auch in 3 Jahren wirklich sein wirst. Und das ist eine Energie, egal ob du jetzt ein Mann oder eine Frau bist, dass du gelernt hast, gesunde Grenzen zu setzen, dass du weißt, was du wert bist und vor allen Dingen, dass du dein authentisches Ich lebst und die Wahrheit sagst, dass du dein Wertesystem auch kennst und demnach auch lebst und das auch wirklich verkörperst und dass du auch keine Angst mehr hast, gesunde Grenzen zu setzen und du auch
Also das ist jetzt so das Schöne, was auf dich auch wartet. Aufgrund dieser gesunden Abgrenzung, die du jetzt, also ich bekomme bei vielen von euch schon rein, dass dieser Prozess schon angefangen hat, dass du schon gelernt hast, immer mehr gesunde Grenzen zu setzen. Aber das wird immer mehr werden und du wirst immer mehr du selber sein und nicht mehr gewillt sein, irgendwie um Beziehungen aufrecht zu erhalten oder eine Jobsituation aufrechtzuerhalten, dich zu verstellen, sondern du möchtest einfach nur noch sein, wer du wirklich bist. Und das kommunizierst du auch klar. Also hier geht es auch um klare Kommunikation deiner Werte und deiner Persönlichkeit. Und du bist nicht mehr gewillt, dir von anderen irgendwas aufzwingen zu lassen. Oder ja, auch aus des Friedens Willen irgendwie faule Kompromisse zu machen, die sich aber für dich nicht richtig anfühlen. Und trotzdem bekomme ich hier rein, dass sehr, sehr viel Harmonie auf dich wartet, aber eben Harmonie, weil du dich auch nicht länger versteckst, sondern wirklich zeigst der Welt und auch deinem Umfeld und dir selber, wer du bist. Und deshalb kommen dann auch Menschen in dein Leben, die mit dir, mit deinem wahren Ich wirklich connecten und die anderen, die nicht mehr zu dir gehören, die verschwinden. Oder ich habe jetzt schon bei vielen von euch eh drinne, dass ihr schon in diesem Prozess seid, dass ihr schon in der Vergangenheit auch Menschen aus eurem Leben rausgeschnitten habt, im Endeffekt euch davon getrennt habt, distanziert habt oder auch von Jobs getrennt habt, von Wohnsituationen, die euch nicht gut tun, von Verhaltensweisen, die euch nicht gut tun, also vielleicht auch für euren Körper. Also das ist jetzt in jedem Lebensbereich. Es kann auch in familiären Verbindungen sein. Du setzt da gesündere Grenzen und lässt dir halt von anderen nicht mehr vordiktieren, wie du zu leben hast oder wie du zu sein hast. So wirst du auf jeden Fall in 3 Jahren sein, wenn das jetzt noch nicht der Fall ist. Und dadurch wirst du die Beziehungen, die du hast, die Freundschaften, die Liebespartnerschaft oder die familiären Beziehungen oder Geschäftskontakte, die werden dadurch viel gesünder sein, weil Menschen nur noch mit dir connecten, die dich für dein wahres Ich wirklich schätzen, beruflich wie privat. Und deshalb wirst du auch. Für manche von euch ist Twin Flame wirklich ein Thema und ihr wisst vielleicht, wer eure Twin Flame ist oder ihr seid jetzt auf diesem Weg und lernt etwas über das Konzept und wisst aber noch nicht, wer eure Twin Flame ist. In 3 Jahren werdet ihr das auf jeden Fall wissen. Das ist jetzt für die, die dieses Twin Flame Konzept, also wo das für euch eine Bedeutung hat. Ihr werdet wissen, wer das ist, oder manche von euch, die auch schon vielleicht länger auf dieser Reise sind, sind wirklich dann in 3 Jahren mit ihrer Twin Flame auch zusammen und ihr lebt halt wirklich dieses glückliche Privatleben. Ihr habt mir das zweimal mit Zehen der Kelche, das ist halt wirklich ein richtig glückliches Familienleben mit Freunden. Das Privatleben, man genießt das einfach. Also ihr habt ein schönes Zuhause, euch geschaffen, ihr habt eine erfolgreiche, erfüllende Partnerschaft. Für manche von euch, wo das wirklich ein Thema ist, habt ihr auch Kinder, oder habt ein Kind oder habt Tiere, was auch immer euch da glücklich macht, muss aber nicht sein. Ihr könnt auch einfach nur ja, in eurer Partnerschaft glücklich zu zweit sein. Das ist ja für jeden hier ein anderer Wunsch. Und für andere, die also die gar nichts mit dem Twin Flame Konzept zu tun haben und für euch das gar nichts, ja, auch gar nicht in Resonanz geht, geht es hier darum, dass du deinen Liebespartner entweder findest, wenn du den noch nicht gefunden hast, also einen langen Lebensabschnittspartner von dem, oder von der du, ist jetzt egal ob Mann oder Frau, du halt sagst, ja, das ist meine wahre Liebe und das ist wirklich jemand, der tief in mein Herz geht und mit dem ich mir ein Leben wirklich ja, vorstellen kann und auch wirklich eine längerfristige Beziehung haben möchte und das Leben mit dem oder derjenigen genießen möchte, weil es mein Gegenstück ist. Also wer das jetzt auch als Seelenpartner bezeichnen möchte oder als Soulmate oder als Yin und Yang, das steht dir frei. Nimm bitte das, was ja in die Resonanz bei dir geht, dann ist das halt
der oder diejenige. Für andere, die jetzt schon in einer Beziehung sind und da auch relativ ja, glücklich sind, wird das in 3 Jahren, wird sich eure Beziehung nur noch vertrauensvoller und schöner gestalten und ihr werdet immer mehr euch zusammen das Leben manifestieren und gestalten, wie ihr das wirklich wollt und was euch wirklich glücklich macht. Also das ist dann die Botschaft für die, die sich jetzt schon in einer glücklichen Liebesverbindung befinden. Das wird weiterhin so sein oder sogar noch viel besser werden, weil ihr euch halt immer mehr entwickelt und auch immer mehr gesunde Grenzen setzt. Und das spiegelt sich natürlich dann auch in eurer romantischen Partnerschaft. Eure Selbstliebe, eure gesunden Grenzen und gesunden Verhaltensweisen, die ihr selber immer mehr entwickelt und eure bessere Selbstliebe, eure auch einen besseren Selbstwert, der zeigt sich dann auch in der Verbindung und der Partner wird sich dann in der Hinsicht nämlich auch so verändern und dadurch werdet ihr euch noch erfüllter und glücklicher fühlen als jetzt. Dann habt ihr ja die dritte Karte nochmal mit der Liebe und der Selbstliebe und die sagt das eigentlich auch nur nochmal. Ihr werdet immer mehr verstehen, also in 3 Jahren wirst du wirklich wissen, dass du Liebe verdient hast, dass du wertvoll bist und dass du nur noch Verbindungen leben möchtest. Und das ist jetzt romantisch, aber auch in Freundschaften, in familiären Verbindungen, aber auch beruflich. Ich möchte das weit fassen. Verstehst du immer mehr, dass du nur noch Beziehungen eingehst, die für dich heilend sind, die leidenschaftlich sind und das kann es ja auch beruflich sein, wo man begeistert ist, motiviert ist und wo man sich gegenseitig auch wirklich was beibringen kann, sich gegenseitig supportet und auch wirklich ein Gefühl hat, dass man miteinander sich versteht und connected. Also auch dieses Gefühl von, dass man sich vertrauen kann oder dass man sich auch ähnlich ist. Und einfach versteht, was der andere auch sagt oder fühlt. Und das wird für dich auch immer wichtiger. Und das ist was, was wirklich auf dich wartet in 3 Jahren, dass du solche Verbindungen immer mehr leben wirst. Und dann gibt es hier auch mit den 3 der Stäben, du wirst in deiner Kreativität und in deinem Ausdruck wirst du immer besser werden, also auch deine Persönlichkeitsentwicklung wird wirklich großes Wachstum erfahren und auch deine Schöpferkraft und deine Kreativität und Kreativität ist für jeden was anderes, also das kannst du beruflich wie privat ausleben. Auf jeden Fall bekommst du ein riesiges Wachstum auch in deinem Horizont, auch wie du Dinge siehst, also auch Wissen wirst du dir nochmal in den nächsten 3 Jahren so aneignen, dass du wirklich nochmal auch von deinem Wissensstand oder von deinem Horizont nochmal auf einem höheren Level stehst und auch deine Kreativität oder auch für manche ist das auch einfach der Selbstausdruck, der wird immer authentischer und vor allen Dingen kommst du in die Herrscherin-Energie und das ist in die weibliche Urkraft, also die Divine Feminine, so wird das ja auch bezeichnet, also in die Yin-Energie und hier hast du ja nochmal die Kreativität drinne und dadurch, dass du in diese weibliche Energie immer mehr kommst und Wunden auch heilst, die da verletzt wurden in der weiblichen Seite, also in deiner sensibleren Seite, in Bezug auf deine Intuition, in Bezug auf deine Connection mit deiner Seele, in Bezug auf Kreativität, deinen Gefühlen, das alles ist ja Yin-Energie, also weibliche Energie. Da du da immer mehr reingehst und da auch Blockaden wirklich durchschneidest mit dieser Königin der Schwerter, nämlich das, was dich zurückhält, das lässt du hinter dir und zerschneidest wirklich ja, so toxische eigene Muster in dir, Glaubenssätze oder eben auch Menschen, die dir nicht gut tun. Du trennst dich von denen immer mehr und das bringt dich halt in diese Herrscherin-Energie, in dein absolut authentisches Ich, was deine Kreativität frei fließen lässt, wo du wirklich vielleicht auch Gaben entdeckst oder auch lebst, von denen du schon weißt, dass du sie hast, aber nie Zeit dafür gefunden hast oder ja, nie das Gefühl hattest, ich möchte jetzt wirklich mich meinen Gaben widmen. Und da du das dann tust, das wird dir Erfolg im Leben geben und die Möglichkeit, ein luxuriöses Leben zu leben oder eben
für manche auch einfach einen höheren Lebensstandard als den du jetzt lebst. Also was auf dich wartet in 3 Jahren ist einfach nur wunderschön. Du bekommst da auf jeden Fall, du darfst dich auf jeden Fall auf einen wunderschönen Lebensabschnitt freuen, der dann kommt. Und viele von euch haben das verbunden mit beruflichen Erfolgen, dass ihr wirklich, also manche von euch kann auch wirklich sein, dass ihr in eurer Branche berühmt werdet oder gut, euch einen Namen macht. Für andere kann das wirklich auch eine größere Berühmtheit werden, dass ihr in eurem Land bekannt seid oder vielleicht sogar im Ausland bekannt werdet. Für andere ist das halt, dass ihr in eurem, in der Branche oder in dem Unternehmen, wo ihr seid oder in eurem sozialen Umfeld auf jeden Fall für etwas sehr wertgeschätzt werdet und da Menschen wirklich auf euch zu euch hochschauen, ihr als Vorbild dient und ihr mit eurem Wissen oder euren Talenten oder Gaben, die ihr habt, Menschen wirklich weiterhelfen könnt und ihr deshalb diese Wertschätzung auch von anderen Menschen bekommt oder Respekt bekommt und Menschen euch auch bewundern, also auch Bewunderung. Ihr werdet wahrgenommen für das, was ihr macht und für viele von euch ist das beruflich, aber muss halt nicht sein. Es kann auch einfach sein, dass das in deinem privaten Umfeld so ist und dass Menschen dich einfach extrem wertschätzen für deinen Charakter, wer du bist und was du anderen an Wissen zu geben hast oder was du anderen einfach mit deiner Energie, mit deiner Persönlichkeit zu geben hast. Und das, was du hier mit 10 der Inspiration hast, das sind 2 Dinge. Einmal, die 10 der Stäbe stehen dafür, dass du ein unheimliches Energielevel hast, also ein Energiepotenzial, was außergewöhnlich ist, wo nicht jeder Mensch so viel Energie und auch so viel Leidenschaft und Herzens Wärme in sich trägt. Also es ist schon was Besonderes, dass du so viel davon in dir trägst und auch so ein Spark, so ein inneres Feuer, so ein inneres Licht, was nicht jeder in so einer großen Form in sich trägt. Und das sollst du halt auch wissen. Und dieses Licht wirst du auch in 3 Jahren, das wird nur immer größer werden. Und du wirst es immer mehr der Welt zeigen, wie du leuchtest und was du für ein Energiepotenzial wirklich hast. Und dass du mit Leidenschaft und mit dem Herz dabei bist, mit den Dingen, die du im Leben tust. Also egal, ob das jetzt in deinem Beruf oder in deiner Berufung ist. Für manche ist es ja auch eine Selbstständigkeit mit der Herrscherin oder auch wenn du wo angestellt bist, dass du da auch sehr viel Energie einfach hast und auch sehr stressresistent bist und ein Organisationstalent und sehr viele Dinge auch auf einmal tun kannst, was so nicht jeder kann. Das ist halt das eine und das sind die Vorteile für dich, die du nutzen kannst, aber der Nachteil von den 10 der Stäben ist halt, und deshalb ist das hier auch nochmal so eine Warnung für dich, wenn du sie nämlich jetzt schon in den nächsten 3 Jahren befolgst, dass du nämlich nur die schöne Seite davon erlebst und eben nicht die Kehrtseite davon, ist halt, dass du dich verausgaben kannst, dass du dir zu viele Verpflichtungen oder zu viele Projekte gleichzeitig aufbürdest und du dann nämlich merkst, dass deine Energie irgendwann weniger wird, weil du dich natürlich um viel zu viel kümmern musst. Und das ist halt etwas, was du in Balance bringen darfst. Und das wirst du schaffen, wenn du darauf achtest. Und vor allen Dingen, und deshalb, es liegt ja auch nebeneinander, achte darauf, dass dein Privatleben und dein Berufsleben in Gleichklang sind und nicht, dass dein Berufsleben irgendwie zu viel Zeit und Energie mit sich bringt, so dass du gar nicht mehr genügend Zeit für dein Privatleben hast oder dich oder auch um dich zu erholen. Deshalb liegt das auch hier mit der heilenden Lagune. Du musst nämlich immer wieder dir Zeiten nehmen, wo du heilen kannst, wo du wieder regenerierst, wo du zur Ruhe kommst.
Und dann kannst du die 10 der Stäbe einfach nur als deinen größten Vorteil nutzen, dass du so ein krasses Energiepotenzial hast und dass du so viel schaffen kannst und dass du so ein wunderschönes Licht in dir trägst. Nur bitte achte auf dieses Gleichgewicht zwischen Ruhezeiten, deinem Privatleben, wo du auch wunderschöne Sachen mit deinen Liebsten erlebst, wo du auch zur Ruhe kommst, wo du dein Leben genießt. Und halt eben den Projekten oder Aufgaben, die du dir halt da beruflich oder in deiner Berufung, ich will es jetzt gar nicht aufbürden nennen, sondern die du einfach auch erledigen möchtest, weil du natürlich da auch dich ausleben möchtest. Und das ist ja auch gut und richtig so, nur bitte im Gleichgewicht. Jetzt schauen wir noch in deine Göttinnenbotschaft. Wow, und was hätte anderes hier kommen können bei so viel Liebesenergie? Du hast Aphrodite mit der Liebe. Also, in 3 Jahren wirst du in deiner Selbstliebe, also wirst du deine Selbstliebe leben. Du wirst immer mehr dich darum kümmern, dass du dein Leben wunderschön gestaltest, weil Aphrodite steht auch für die Schönheit und das ist nicht nur du selber, also klar, du selber verkörperst eine wunderschöne Frau mit einer wunderschönen, liebevollen Energie und auch mit einer schönen Energie, mit dieser Lichtenergie und das sehen auch andere immer mehr in dir. Aber ich denke auch, dass du jetzt schon oder auch in der Vergangenheit wirst du jemand sein, der schon immer gemerkt hat, dass du auch eine magische Anziehungskraft hast auf andere und dass andere sowieso auch schon diese Liebesenergie und diese Leidenschaft in dir spüren. Aber das wird nur noch viel mehr werden, weil du immer mehr zu dir selbst wirst und deshalb immer mehr leuchtest. Und du wirst dir dein Leben immer schöner gestalten. Also dadurch, dass du auch in diese Herrscherin-Energie kommst und immer mehr in dein authentisches Ich und in, dass du weißt, dass du auch es einfach verdient hast, geliebt zu werden, dass du es verdient hast, dir ein wunderschönes Leben aufzubauen, wirst du auch deinen Alltag und dein ganzes Leben schöner gestalten und dich mit Schönheit und Ästhetik umgeben und wirklich immer mehr dieses Gefühl haben, ich lebe so, wie ich es als schön und angenehm und liebevoll und harmonisch empfinde. Wow, lieber Stapel 1, was für eine wunderschöne Zukunft auf dich wartet. Ich freue mich schon total mit dir. Ich freue mich über dein Abo, dein Like und dein Kommentar. Schick dir ganz viel Love and Sunlight und freue mich aufs nächste Mal mit dir. Mach's gut. Lieber Stapel 2, herzlich willkommen bei deinem Pick-a-Card. Wie dein Leben in 3 Jahren aussieht, ich bin schon ganz gespannt, wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß und wir steigen auch direkt ein. Du hast ja die Gerechtigkeit gewählt aus dem Tarot mit diesen wunderschönen Engelsflügeln. Wir schauen uns jetzt noch direkt deine anderen Karten an und dann steigen wir ein in deine Botschaften. Du hast die Ahnen. Mit, dass du dem Weg folgen sollst, den deine Ahnen dir schon bereitet haben. Dann hast du, wow, den Geldbaum mit, dass deine Träume wahr werden und dass du etwas bekommst, was du dir schon lange wünschst. Und du sollst diesen Reichtum auch genießen. Wow, wunderschöne Karten für deine Zukunft. Dann hast du die Stärke mit der Macht, dem Mut und dem Glauben an dich selbst. Dann hast du die Heilung mit Bewusstsein, Wunden und Transformation. Schmerz und Trauma, ja, können dir halt so Lebenserfahrungen bieten. Und es geht darum, dass du deine vergangenen Wunden heilst und ja in die Vergebung gehst und mehr in die Liebe gehst und einfach weitergehst und diese Wunden hinter dir lässt. Dann, wow, haben wir die Hohepriesterin. Du vertraust deiner Intuition. Denke sorgfältig nach, bevor du handelst, durch Meditation gewonnene Einsichten. Dann hast du den Teufel. Oh, das ist spannend hier. Dann hast du, ja, da geht es darum,
dass du verstehst, was wirklich für dich zählt und dass du in die Reflexion gehen darfst und deine Prioritäten auch noch mal verändern darfst. Und dann hast du die 9 der Inspiration, das sind die 9 der Stäbe. Und am Ende bekommst du noch eine Göttinnenbotschaft. Die lüfte ich dann am Ende. Jetzt schauen wir mal, ob du alle Karten vernünftig sehen kannst. Und dann steigen wir auch direkt in dein Reading ein. Ja, das müsste so funktionieren. Lieber Stapel 2, wie sieht dein Leben in 3 Jahren aus? Also, bei dir darf ein Energieausgleich stattfinden. Und ich bekomme das rein mit dem Teufel und der 9 der Inspiration und mit auch ja Schmerz und Trauma. Das sind Sachen, die in der Vergangenheit liegen oder die du vielleicht gerade auch noch am Bearbeiten bist und vielleicht auch ab und an nochmal daran erinnert wirst, da nochmal was zu verarbeiten in den nächsten 3 Jahren, aber du in 3 Jahren das hinter dir gelassen hast und das geheilt hast. Und ich glaube, jetzt auch bei dir habe ich das Gefühl, da kommen jetzt nicht in den nächsten 3 Jahren neue Traumata oder neuer extremer Schmerz hinzu, sondern das ist schon passiert oder es ist jetzt gerade schon passiert. Also du weißt auch schon, wovon ich spreche, oder es sind auch wirklich Sachen, die in der Vergangenheit liegen, die auch schon vielleicht viele Jahre schon zurückliegen, wo du aber noch etwas hast, wo es was noch zu verarbeiten gibt. Und du wirst es aber in 3 Jahren verarbeitet haben. Und dann sind genau diese Erfahrungen mit der 9 der Stäbe deine größte Stärke. Also hier liegt es ja auch noch mal mit der Stärke, aber die 9 der Stäbe steht auch für den verwundeten Heiler oder der verwundete Krieger, die verwundete Kriegerin, die verwundete Heilerin, weil du so stark warst, dass du selbst schmerzhafte Erfahrungen und Traum, also ein Trauma oder vielleicht auch mehrere Traumata, die du hast, verarbeitet hast, wieder losgelassen hast, verstanden hast, dass das alles aus dem Ego kommt, weil die Teufelkarte steht auch für das Ego. Und da du immer mehr mit der Seele connectest, weil du wirst den Weg der Hohepriesterin gehen und es ist egal, ob du eine Frau oder ein Mann bist, du wirst jetzt immer mehr auf deinen Seelenweg geführt und du wirst immer mehr mit deiner Seele connecten, mit dem Universum connecten und Botschaften erhalten und dadurch wird sich dein Bewusstsein verändern und du wirst immer mehr verstehen, dass ein Traumata oder Liebeskummer oder Misserfolge, Enttäuschungen, kaputt, also zerbrochene Freundschaften, zerbrochene Liebesbeziehungen, dass das alles etwas ist, was aus dem Ego kommt, was dich traurig gemacht hat, was dich traumatisiert hat, was dich enttäuscht hat, dass das aber nicht aus deiner Seele kommt und du wirst immer mehr lernen, dich damit nicht mehr zu identifizieren, weil ein Trauma hat nie deine Seele, sondern nur dein Verstand und dein Ego. Aber du bist nicht dein Verstand und du bist auch nicht dein Körper. Du bist eine Energie und eine Seele und bist Teil der Urquelle. Und ich weiß, für manche hört sich das jetzt vielleicht noch abstrakt an, aber ich weiß auch, in 3 Jahren, spätestens dann, wirst du verstehen, wovon ich heute spreche und du wirst es so sehen, dass du das alles nicht mehr bist und dass du deshalb halt auch gar nicht mehr so krass alles auflösen musst oder das Gefühl hast immer, ich muss an allem arbeiten, ich muss die krasseste Persönlichkeitsentwicklung machen und durch jedes Trauma durcharbeiten und durch alles. Nein, was du verstehen musst, ist, dass du immer mehr mit deiner wahren Essenz und mit der Urquelle und mit dem Universum connectest und immer mehr verstehst, dass du Liebe und Licht bist, dass du Bewusstsein bist und dass du heil bist und dass alles in Ordnung ist. Du dir aber hier als Mensch ein Leben ausgesucht hast mit einem Ego, um dich zu erfahren, um dich als Seele zu erfahren und um verschiedene, ja, auch Persönlichkeitsmerkmale zu haben und eine Identität. Aber du wirst irgendwann verstehen,
dass diese Identität nicht du bist, sondern dass du eine Identität hier als Mensch hast, aber dass dich das nicht ausmacht. Und das bringt dir ganz, ganz viel Heilung. Und da du aber das alles erlebt hast, wirst du für andere extrem als Vorbild dienen können und wirst deine Erfahrungen mit anderen teilen können. Und für manche ist es auch wirklich, dass du in 3 Jahren, vielleicht bist du auch jetzt schon dabei, dir ein spirituelles Business aufzubauen oder arbeitest halt auch schon im spirituellen Bereich. Und das wird dir sehr viel Geld und finanzielle Freiheit und Reichtum bringen. Für andere ist das aber auch, dass du deine Talente und Gaben, und das muss nicht in einem spirituellen Bereich sein, weil jede Gabe oder jedes Talent, was du hast, ist spirituell, weil du ja ein spirituelles Wesen bist, du hast ja eine Seele und es kann auch sein, dass du halt ein Talent hast oder eine Fähigkeit, die wir jetzt nicht als klassisch spirituell vielleicht bezeichnen, weil es eben nichts mit Tarot oder Astrologie oder Energiearbeit oder Numerologie oder Human Design oder was auch immer Yoga zu tun hat, sondern was eher... ja, vielleicht innerhalb eines Bürojobs ist, vielleicht kannst du super mit Zahlen umgehen, dass du aber das noch mehr lebst, weil jetzt auch für dich in 3 Jahren ist die Zeit, dass du anfängst, in ein wunderschönes Leben zu gehen. Und hier kommt auch dieser Energieausgleich. Also es kann sein, dass du dir aus der Vergangenheit, dass da auch Karma eine Rolle gespielt hat, dass da einiges irgendwie im vergangenen Leben vielleicht war oder in der Vergangenheit hattest du ja vielleicht auch Seelenverträge mit anderen, die sehr herausfordernd waren. Und es ist jetzt aber Zeit für dich, diese ganzen Energien loszulassen. Du hast durch vieles durchgearbeitet, du hast da vieles erlebt und erfahren, was deine Seele auch erfahren wollte. Und jetzt geht es aber darum, dass du immer mehr in deine Stärke findest, weg davon kommst, dich mit den Traumata und mit dem Schmerz zu identifizieren, sondern in die schönen Seiten des Lebens kommst, viel mehr bei dir bist und bei deiner Seele und dich eins mit dem Universum fühlst und dass du mehr in die Dankbarkeit kommst, dass nämlich auch deine Ahnen schon ganz viele karmische Themen für dich auch bearbeitet haben. Deshalb, sie haben dir schon den Weg bereitet und haben schon einiges auch erfahren, was herausfordernd war. Und es geht jetzt halt darum, dass du auch wie so ein Dealbreaker wirst und deine Ahnenfamilie im Endeffekt in den Reichtum führst. Und vielleicht bist du auch jemand in deiner Familie, auch jetzt, wo du sagst, das, wofür ich mich entschieden habe oder das, was ich mir gerade aufbaue, das wird mich zu mehr Reichtum bringen, als meine Familienmitglieder haben. Oder zum Beispiel auch allein der Reichtum oder ja, diese Belohnung, dass du überhaupt deine Talente und Gaben lebst und das vielleicht auch beruflich anwendest, was deine Familienmitglieder, vielleicht deine Großeltern, deine Eltern nie getan haben. Vielleicht haben die ihre, ja, oder vielleicht auch wirklich spirituellen Gaben, haben sie nicht so ausgelebt. Oder sie haben, wenn es jetzt auch wirklich mal um so die spirituellen Berufe geht, vielleicht haben in deiner Familie zwar welche Gaben, aber sie haben sich nicht getraut, das beruflich zu machen und damit Geld zu verdienen. Aber du bist der Erste oder die Erste in deiner Familie, die diesen Mut hat, das zu tun, an dich zu glauben und einfach deine Gaben vielleicht im Tarot, in der Astrologie, in der Energiearbeit, wo auch immer, einfach einzusetzen und dadurch Reichtum für dich und auch deine Familie zu kreieren. Und das ist etwas, was du entweder jetzt schon beginnst oder in 3 Jahren beginnst oder innerhalb der nächsten 3 Jahre auf diese Reise gehst. Und das wird dir halt dich in ein besseres Leben führen und dich viel stärker machen
Und du wirst halt, wenn du da heute nicht schon bist in dem Bewusstsein, wirst du es in den nächsten 3 Jahren auf jeden Fall bekommen, dass du so dankbar bist für die Herausforderungen, die du durchleben durftest, auch dass du verstehst, was im Leben toxisch war, Verbindungen, vielleicht Jobs, vielleicht eigene Verhaltensweisen. Und du wirst damit anderen Menschen helfen können und vor allen Dingen auch dir selber. Du wirst so dankbar dafür sein, dass du sowas alles erleben durftest, weil es dich so unglaublich stark gemacht hat und dich auch wieder, das ist auch ein Thema von dir, dir wieder deine eigene Macht zurückholen, weil das ist wohl auch etwas, was in deiner Ahnenreihe ist, dass deine Ahnen nämlich auch ihre Macht abgegeben haben und du bist aber der oder diejenige, die das hier nämlich aufzulösen hat. Also es ist auch eine Mission von dir und du wirst es auch tun in diesem Leben und du wirst dir deine Macht zurückholen und du wirst immer mehr verstehen, dass du es verdient hast, deine Träume zu leben, dass du es verdient hast, reich zu sein. Und ich meine das nicht nur materiell, sondern auch innerlich, sich innerlich frei zu fühlen, frei von Schmerz, frei von Traumata und sich auf das schöne Leben zu konzentrieren. Und das ist das, was in 3 Jahren auf dich wartet. Und du wirst Dinge in 3 Jahren komplett anders sehen als heute. Und deshalb haben wir hier auch nochmal die Reflexion drin und dass du andere Prioritäten setzt. Das ist auf jeden Fall was, was ich dir mit auf den Weg geben kann. Was du heute vielleicht als wichtig empfindest, wird in 3 Jahren für dich vielleicht gar nicht mehr wichtig sein oder in der Prioritätenliste woanders. Also du wirst auf jeden Fall nochmal einen Wandel reinbekommen in dein Bewusstsein, einen Wandel in dein Wertesystem vielleicht auch. Und wirklich, ja, auch in 3 Jahren, glaube ich, wirst du andere Träume und Wünsche haben für dein Leben als heute. Aber weil du halt auch in 3 Jahren wirklich ganz woanders stehst als heute. Und ich finde es super spannend. Schreib mir gerne Kommentare dazu, wenn du dazu jetzt vielleicht schon Gedankengänge hast. Ich bin super gespannt, da von euch zu hören, weil das hier ist ein super spannender Stapel. Jetzt schauen wir noch in deine Göttinnenbotschaft. Wow, du hast Metis mit der Weisheit und mit der 34. Vielleicht ist die 34 für dich, hat das eine besondere Bedeutung. Vielleicht bist du auf 34, aber vielleicht hat die Zahl auch eine andere Bedeutung für dich. Bei dir geht es wirklich darum, in 3 Jahren hast du eine Bewusstseinserweiterung durchgemacht und hast dadurch, dass du mit deiner Seele und dem Universum mehr connectest, kommst du einfach an Weisheiten heran und an Botschaften und hast deshalb wirklich einen anderen Horizont. Und diese Weisheit kann ich dich wirklich nur auffordern, dass auch jetzt schon, was du jetzt schon für Weisheit in dir trägst, aber auch vor allen Dingen in 3 Jahren, was du da noch alles in dir trägst und verstehst und weißt, dass du das mit anderen Menschen teilst, weil du bist da die absolute Bereicherung für andere. Lieber Stapel 2, ich hoffe, dir hat die Botschaft gefallen. Ich freue mich über dein Like, dein Abo und dein Kommentar. Wünsche dir ganz viel Love and Sunlight und bis zum nächsten Mal. Lieber Stapel 3, herzlich willkommen zu deinem Pick-a-Card. Ich freue mich, dass du hier bist. Wünsche dir ganz viel Spaß bei dem Thema, wie dein Leben in 3 Jahren aussieht. Und wenn du ein Personal Reading buchen möchtest, dann gerne über meine Website. Das siehst du aber in der Videobeschreibung. Alle Infos dazu, wenn du mir eine PayPal-Spende zukommen lassen möchtest als Energieausgleich und um diesen Channel zu unterstützen, dann findest du es auch in der Videobeschreibung. Und jetzt fangen wir direkt mit deinem Reading an. Du hast die 2 der Münzen gewählt. Wir schauen jetzt erstmal noch in deine anderen Karten. Dann hast du, dass es darum geht, dass du deinen Verstand weiter klärst und wirklich im Hier und Jetzt bist. Wow, dann hast du die Dualität, dass du nicht vergessen sollst, dass alle Menschen dual sind. Also, dass wir hier ja auch auf einer dualen Erde leben. Dann hast du die 9 der Münzen mit der Fülle, mit der Belohnung und mit dem Luxus. Wow.
dann hast du die Hilfe mit Rettung, Mitgefühl und dass du halt ja auch wirklich anderen helfen sollst oder auch von anderen Hilfe entgegennehmen sollst und dir selber helfen sollst und dass es halt mutig ist, wenn du auch mal um Hilfe bittest, weil und du daran auch einfach glaubst und vertraust, dass Hilfe halt auch einfach da ist, also auch vom Universum, aber bitte halt darum. Dann hast du die 8 des Frühlings. Stress aufgrund zu vieler Dinge, die alle auf einmal passieren. Erfolgreiches Multitasking, plötzliche Ereignisse oder Veränderungen. Also bei dir wird es in 3 Jahren richtig abgehen. Dann hast du die 6 der Schwerter. Wow, du hast die Wassercodes mit dem Ahnenwissen oder der Ahnenweisheit sogar. Und der Intelligenz, die in dir liegt. Und dann hast du, wow, das Ass der Inspiration und eine Göttinnenbotschaft zum Schluss. Die entlüfte ich dann. Lieber Stapel 3. Wow, also du hast hier viele verschiedene Sachen. Also dein Leben in 3 Jahren. Das wird auf jeden Fall von Fülle geprägt sein und von Luxus. Also dein Lebensstandard wird sich auf jeden Fall verbessern. Du wirst in 3 Jahren weitaus mehr Geld haben als heute. Du wirst dir deshalb halt auch Dinge, die du dir leisten möchtest, also die für dich halt auch Fülle und Luxus bedeuten, kannst du dir auch mehr leisten. Und ich bekomme hier halt bei dir vor allen Dingen mit diesen 2 Karten auch rein, du wirst viel mehr reisen. Also ich glaube auch, dass das ein Wunsch von dir auch jetzt schon ist, dass du halt die Welt entdecken möchtest und dass das für dich sehr wichtig ist, auch in verschiedene Länder zu reisen und Urlaub zu machen und Kulturen zu entdecken. Und dass du dir das halt jetzt vielleicht auch nicht immer so leisten kannst, wie du dir das wünschst. Das sehe ich aber auf jeden Fall. In 3 Jahren wirst du dazu in der Lage sein, dass du mehr durch die Welt reisen kannst und Länder noch entdecken kannst oder Städte entdecken kannst, die du gerne entdecken möchtest. Dann halt auch also für manche kriege ich ja auch einen Umzug rein. Du wirst in 3 Jahren nicht mehr dort wohnen, wo du jetzt wohnst. Für manche ist es sogar, dass du im Ausland wohnen kannst, dass wenn das ein Plan für dich ist oder du vielleicht auch schon so ein kleines Gefühl hast, dass du irgendwann mal im Ausland leben möchtest, dann ist das auch hier ein Ja dafür. Wenn das wirklich was ist, wovon du träumst, ja, das sehe ich ja auch. Du kannst auch auswandern oder für eine Zeit im Ausland leben. Für andere ist es innerhalb des Landes, dass ihr einfach an einen anderen Ort zieht. Und sonst ist es auf jeden Fall auch, dass du dir halt auch materiell einfach mehr leisten kannst, was auch immer das ist, ob du dir dann ein Haus kaufen möchtest oder eine Wohnung oder in eine größere Wohnung ziehen möchtest, muss ja auch kein Kauf sein, kann ja auch gemietet sein, dass du auf jeden Fall in einem Zuhause lebst, was dir noch mehr entspricht, das auf jeden Fall noch in 3 Jahren, dann wirst du auch für dich selber mit 9 der Münzen, bist du in der Lage, für dich selber zu sorgen. Also die 9 der Münzen ist immer eine Energie, dass du jetzt nicht von den Geldern von anderen irgendwie abhängig bist, sondern du selber kreierst dir diese Fülle und du selber hast halt Einnahmen oder finanzielle Freiheit, um dir selber deine Wünsche zu erfüllen und selber dein Leben zu finanzieren. Und stimmt, das Ast der Inspiration ist auch, finde ich, nochmal so Reisen, also auch hier mit dem Kaktus. Vielleicht möchtest du auch unbedingt in die Wüste reisen oder in ein Land, wo es sehr heiß ist. Entweder reisen oder halt wirklich auch mal dort leben. Und was dein Leben auch mehr hat, ist, du wirst leidenschaftlicher leben, mehr was dein Herz wirklich auch sich so begehrt oder sich danach sehnt. Das Leben wird dir viel mehr entsprechen und deine Herzenswünsche auch erfüllen. Materiell ist das eine, aber auch mit den 9 der Münzen
auch emotional. Du kommst da in so eine emotionale Beständigkeit rein, wo du einfach auch mit dir selber viel, ja, du bist mit dir selbst zufrieden und glücklich. Du strahlst das auch aus. Du wirst irgendwie auch noch weiter in deiner Selbstliebe kommen und dir noch mehr bewusst sein, wie viel wert du bist. Und deshalb halt auch, du bist sehr unabhängig. Also deine Energie ist halt auch sehr unabhängig. Und vielleicht bist du das sowieso jetzt schon, und dann bleibt es halt so, nur dass du dir einfach dann mehr leisten kannst. Aber für andere ist das auch nochmal eine Entwicklung, dass du immer unabhängiger wirst und dir einfach auch deinem Selbstwert immer mehr bewusst wirst und deshalb auch für dich immer klügere Entscheidungen triffst, auch in Bezug auf andere Menschen, weil das hier auch mit der Dualität ist. Du hast das hier zweimal mit zwei der Münzen, das ist auch, steht für Yin und Yang, und die Dualität hier steht ja auch für Yin und Yang. Und ich glaube, du wirst immer mehr verstehen und akzeptieren auch, dass es Yin und Yang gibt und dass es Menschen gibt, die komplett anders sind als du. Und bei manchen wird das auch gerade eine ganz tolle Bereicherung sein, mit denen du auch Freundschaften führen wirst oder vielleicht einen Liebespartner, den du hast, wo du auch wirklich sagst, okay, hier sind wir Gegenstück und hier sind wir unterschiedlich, aber wir können hier was richtig Bereicherndes, Tolles draus machen, und dass du da auch immer mehr in die Akzeptanz kommst, dass Menschen anders sind und dass du auch keinen mehr verbiegen möchtest, sondern sie einfach so lässt, wie sie sind. Aber, und das ist nämlich der entscheidende Punkt, du wirst aber immer mehr für dich selbst entscheiden, ob du mit gewissen Menschen aber eine Verbindung haben möchtest oder nicht. Und das ist nämlich das, was auch die Neun der Münzen sind, weil du emotional und auch finanziell so unabhängig bist, musst du dich nicht mehr an irgendwelche Menschen hängen oder aus Angst irgendwelche Beziehungen, also festhalten, ob das Freundschaften sind, familiäre Beziehungen oder ein Liebespartner, wo du eigentlich gar nicht glücklich bist, sondern irgendwie gar nicht du selbst sein kannst oder Bedürfnisse nicht ausleben kannst oder zurückstellen musst, weil man so unterschiedlich ist. Und das ist dann auch nur eine toxische Form von Dualität, sondern du lernst immer mehr, wenn Menschen so anders sind als du und man daraus nichts Bereicherndes machen kann, weil man sich gegenseitig eigentlich nur behindert, dass du dich von denen noch distanzierst und die gar nicht mehr in deinem Umfeld lässt. Und trotzdem wünschst du denen alles Gute und hast auch das Bewusstsein, dass die Welt hier so ist und dass das auch so sein muss, dass Menschen komplett unterschiedlich sind. Aber dass das nicht immer deins ist und dass du dich dann damit auch gar nicht mehr auseinandersetzen brauchst, weil es darum geht, dass du dein Leben so lebst, wie du das möchtest, und du wirst Menschen finden, und das ist halt die andere Seite, die nämlich die gleichen Sachen möchten wie du, die auch ein Leben voller Leidenschaft und Begeisterung leben möchten, und von auch dein Leben in 3 Jahren wird das Gegenteil von langweilig sein. Also mit den 8 des Frühlings, du wirst viel unterwegs sein oder viel reisen und viel erleben. Und auch nur solche Menschen, die auch so ein Leben leben möchten, die passen zu dir. Und genau das wird einfach immer mehr passieren. Du wirst immer mehr mit Menschen sein, die zu dir passen, und immer weniger mit Menschen, mit denen es toxisch ist. Und trotzdem wirst du immer mehr in die Akzeptanz gehen, eben hier auch mit dieser Karte, dass du immer mehr im Hier und Jetzt bist und dein Bewusstsein erweitert wird, dass du jeden Menschen so sein lassen kannst, wie er ist, und verstehst, dass jeder seinen eigenen Seelenweg hat, aber du nur noch entscheidest für dich, welche Energie zu dir passt und welche Energie nicht mehr zu dir passt. Und trotzdem kannst du die Welt einfach als einen wunderschönen Platz sehen, wo es Yin und Yang gibt und wo du einfach für dich entscheidest, ja, mit welchem Yin und Yang du dich umgibst und was du leben möchtest. Und mit diesen Wassercodes wirst du auf jeden Fall in 3 Jahren
Du wirst noch mehr Downloads haben vom Universum, also noch mehr Botschaften erhalten und da wirklich mit der Weisheit des Universums, also das wird dir immer mehr enthüllt werden, weil hier steht ja auch, die Intelligenz liegt in dir. In uns liegt alles, jede Antwort, die wir suchen, liegt in uns, aber das Problem, was die meisten Menschen halt alle haben, ist, dass unser Verstand zu stark ist. Und dass wir gar nicht auf unsere Intuition oder auf unsere Seele hören können, weil das so überlagert ist von unseren Gedanken und unseren Gefühlen und unseren Identifikationen aus dem Ego heraus. Aber du wirst immer mehr lernen, also deshalb auch hier diese Meditationshaltung. In 3 Jahren wirst du viel mehr meditieren oder viel mehr dich in einen Zustand bringen können, der dich ins Hier und Jetzt bringt und wo du zur Ruhe kommst und wo du halt in der Lage bist, mit deinem dritten Auge nämlich Botschaften vom Universum zu empfangen oder von deiner Seele zu empfangen. Und diese Weisheit wirst du halt immer mehr nutzen. Und deshalb kriege ich auch von bei dir diese. Es ist eine sehr unterschiedliche Energie, aber beides wirst du in 3 Jahren total beherrschen. Du wirst einerseits ein Leben haben, was total abwechslungsreich ist, mit vielen Aktivitäten und Reisen und neuen Eindrücken und neuem Wissen und neue Kulturen und neuen Orten. Und du wirst vielen Menschen begegnen und vieles auch zu tun haben, also auch vielleicht beruflich, aber auch wirklich privat wirst du viel unterwegs sein. Aber andererseits wirst du auch für dich immer wieder verstehen und wissen, und deshalb wirst du dir diese Zeit auch nehmen, wo du mit dir allein bist, wo du in die Ruhe gehst, wo du im Hier und Jetzt bist, wo du in die Meditation kommst, um halt diese Botschaften zu erfahren. Und das ist halt so dieses Beide. Du hast diese Ruhe, aber dann hast du auch diese Aktivität. Und das wirst du aber super ins Gleichgewicht bringen mit den zwei der Münzen, weil das ist auch zu jonglieren. Das ist aber auf jeden Fall auch eine deiner Aufgaben, die du in den nächsten 3 Jahren haben wirst, dass du genau zwischen diesen zwei Seiten in deinem Leben die Balance findest und jonglierst. Und was auch noch ganz wichtig ist, aber das wirst du in 3 Jahren gelernt haben und jetzt darfst du das vielleicht in den nächsten 3 Jahren noch lernen, dass du um Hilfe bittest. Und das meine ich jetzt in Bezug auf andere Menschen. Dass du auch da, wenn du merkst, dass es dir etwas zu viel wird, dass du auch da sagst, also egal ob es beruflich oder privat ist, dass dir etwas zu viel ist und ob dir nicht jemand helfen kann. Und dann gilt es aber jetzt nicht nur mit anderen Menschen, sondern es geht auch wirklich darum, dass du das Universum, deine Spirit Guides oder deine Engel oder was auch immer, an deine Ahnen, woran du glaubst, dass du die um Hilfe bittest und dann wird dir auch Hilfe zuteil. Aber ich habe das auch lange nicht gewusst, ich habe es auch lange nicht gemacht, bis ich angefangen habe, wirklich meine Engel um Dinge zu bitten und die haben mir geholfen. Aber wenn du halt nicht bittest, helfen sie dir auch nicht. Deshalb, das ist eine Message auch für jemanden da draußen, die ganz wichtig war. Jetzt schauen wir noch deine Göttin an. Wow! Und du hast die Athene mit dem Wissen und der Nummer 5. Vielleicht hat die Nummer 5 für dich sowieso eine besondere Bedeutung. Vielleicht dein Geburtstag, vielleicht ja, aber auch eine Hausnummer, in der du gelebt hast oder lebst oder irgendeine andere besondere Bedeutung für dich. Bei dir geht es wirklich darum, dass du in 3 Jahren so viel mehr Wissen haben wirst, als du heute hast. Und dieses Wissen für dich und dein Leben und auch Menschen um dich herum richtig zum Vorteil einsetzen wirst. Und auch für andere wirst du aufgrund deines Wissens als Vorbild dienen. Also das auf jeden Fall auch. Und du wirst aufgrund dieses Wissens auch andere Lebensentscheidungen treffen als heute. Und du wirst auch aufgrund dieses Wissens immer mehr daran arbeiten, dass du im Hier und Jetzt bist und in diese Ruhe und dass du immer mehr ja, dich in die Energie begibst, dass du Botschaften erhältst und ja auch dir wirklich immer mehr Wissen
du dich an immer mehr erinnerst, an das Wissen deiner Seele oder vom Universum. Und vielleicht hat auch die Eule, also für den einen oder anderen jetzt, hier kriege ich auch noch rein, dass die Eule dein Krafttier ist. Vielleicht nicht unbedingt ein Krafttier, was dich ein Leben lang begleitet, aber jetzt vielleicht für die nächsten 3 Jahre oder in den nächsten 3 Jahren. Also recherchiere gerne mal die Eule. Die hat jetzt auch für dich eine wichtige Botschaft. Lieber Stapel 3, ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich wünsche dir alles, ja, alles Liebe und Gute für die nächsten 3 Jahre. Ganz viel Love and Sunlight und bis zum nächsten Mal.